Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Das Saarland ist unsere Heimat, Deutschland ist unser Vaterland und Europa ist unser Schicksal. Ich komme aus Quierscheid, liegt ungefähr in der Mitte des Saarlandes. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Quierscheider auf die Idee käme und würde sagen, mit dem Saarland habe ich nichts am Hute. Das geht mich nichts an. So liegen wir auch mitten in Deutschland und deshalb ist Deutschland unser Schicksal, mitten in Europa und deshalb ist Europa unser Schicksal. Wir wollen, dass die europäische Staatengemeinschaft zügig ausgebaut wird. Wir wollen ein demokratisches Europa schaffen mit einer Aufgabenverteilung, und zwar, wo für die einzelnen Länder möglichst viel Selbstständigkeit ist. Man nennt das neudeutsch Subsidiaritätsprinzip. Das ist also möglichst viel Selbstständigkeit. Und das heißt also Vielfalt nach innen, aber Einheit nach außen. Das ist von den Vorrednern auch schon gesagt worden. Ich möchte das nur unterstreichen. Wir wollen deshalb auch einen Schutz unserer Außengrenzen. Und zwar deshalb, damit wir unsere Innengrenzen auch öffnen können. Und ich war damals dabei, als die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich aufgehoben wurde, nachts um 12 oder 0 Uhr. Und wir haben uns damals vorgenommen, überhaupt nicht mehr von Grenzen zu sprechen, weil sie ja nicht mehr da sind. Aber es kommt immer noch mal grenzübergreifend und so. Also wir wollten eigentlich nur Verwaltungsgrenzen. Es ist sehr viel in Europa geschehen in den letzten fast 80 Jahren nach dem Krieg. Aber es ist bedeutend zu wenig. Und das sehen wir jetzt, wo, wie gesagt, fast 80 Jahre nach dem Krieg in Europa ein neuer Krieg ist. Und zwar ein Krieg, der es in sich hat, der tatsächlich die Gefahr in sich birgt, dass er sich zu einem Weltkrieg ausweitet. Wir haben ja immer diese Vorstellung, dass so ein Weltkrieg, das fängt auf einmal an und hört auf einmal auf. Wenn Sie mal die Geschichte des Zweiten Weltkrieges sich anschauen, das waren mehrere Feldzüge, Kriege und so weiter mit mehreren Beteiligten am Anfang und am Schluss war die ganze Welt hinein verwickelt. Die Gefahr besteht und deshalb sind wir nicht für weitere Waffenlieferungen und Kriegsunterstützung. Für wen auch immer. Wir sind für absolute Einstellung sämtlicher Waffenlieferungen und wir sind für einen Frieden sofort. Und das, was wir tun können, das müssen wir auch tun. Und es gibt immer Ausreden für heilige Kriege, gerechte Kriege. Es gibt keine heiligen Kriege und es gibt auch keine gerechten Kriege. Es gibt Kriege mit viel Zerstörung und mit viel Toten und da sind wir radikal dagegen. Europa muss ein Erzteil des Friedens werden. Es ist hier auch schon gesagt worden, der Einfluss allein von der Einwohnerzahl ist schon stark zurückgegangen. Es muss ein Erzteil des Friedens werden, der seine bescheidene Stimme selbst vereinigt, bescheidene Stimme in der Welt zur Geltung bringen kann für die Schaffung von Frieden in der Welt und die Aufrechterhaltung von Frieden in der Welt. Also wir entgegen aller, sage ich, ich will das nicht qualifizieren, Aussagen, die AfD wäre gegen Europa. Wir sind für Europa und wir leben auch Europa. Wir werden uns allerdings nicht in die Angelegenheiten anderer Länder in Europa einmischen und kommentieren, wie die gewählt haben und welche Regierungen die haben. Wir haben mit unserer genug zu tun. Ich möchte jetzt mich noch an meinen Nachbar hier zur Rechten wenden, an den Herrn Wirtschaftsminister Barke. Das gehört ja zum Thema auch dazu. Da habe ich also ein Interview gelesen in der Saarbrücker Zeitung und ich habe mir dann die Mühe gemacht, es ganz zu lesen, nachdem ich vorne schon auf der ersten Seite die Zusammenfassung gelesen habe. Und da sind mir also ein paar Dinge aufgefallen, die möchte ich nicht unkommentiert lassen. Zuerst einmal, Herr Barke, denke ich, haben Sie also Nachholbedarf, was die Geschichte des Saarlandes nach dem Kriege betrifft. Und zweitens, denke ich, haben Sie auch gezeigt, dass Sie eine, sagen wir mal, bödige Moral haben, was also unsere Facharbeiter betrifft, die aus dem Ausland kommen. Und drittens, dass sie also einen schwammigen Ausländerbegriff verwendet haben. Ich komme da mal zu dem dritten. Sie reden also, da kommt dauernd Ausländer drin vor.
bei mir existiert das Wort eigentlich gar nicht so. Ich bin in allen Ländern, außer in Deutschland, bin ich Ausländer. Und hier, wenn ich nach Forbach gehe, 5 Kilometer von hier weg, bin ich schon Ausländer. Und Ausländer, also die Türken sagen, Türk war, das heißt, nicht jeder Türk ist wie der andere Türke, alle Türken sind verschieden, ich übersetze frei, alle Türken sind verschieden, das gilt für alle, das gilt auch für die Deutschen, das gilt für uns hier im Parlament, es würden, wir sind also, haben denselben Job hier, aber wir sind grundverschieden. So, deshalb kann ich nicht dauernd von Ausländern reden, sondern es kommt darauf an, wo kommen die her, wie alt sind sie, welchen Geschlechtes sind sie, mit welcher Absicht kommen sie her, wie sind sie hergekommen und so weiter. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Das Zweite, doppelbödig ist, wenn ich also zum Beispiel, wie viel Redezeit habe ich? Ich müsste ja 10 Minuten, aber wir haben ja einen Antrag gestellt. Bitte? Korrespondierenden Antrag haben wir gestellt. Also müsste ich noch 4 Minuten haben. Gibt es keinen Zuschlag. So, dann mache ich es ganz kurz. Dass also die, meine Freunde, Italiener zum Beispiel, das Saarland aufgebaut haben, das ist eine, wie soll ich sagen, eine Geschichtsfälschung. Nach dem Kriege waren in Deutschland 11 Millionen Männer in Kriegsgefangenschaft. Zu Hause waren Kinder unter 16 und Ältere über 60 Männer. Und ansonsten waren es Frauen. Und die letzten Kriegsgefangenen sind 55.000 aus Russland nach Deutschland zurückgekehrt. Und diese Frauen, es waren die Frauen, und das könnten ja mal die Feministinnen, die könnten sich das auch mal merken, es waren die Frauen, die Deutschland aus den Trümmern wieder aufgebaut haben, mit den Kindern zusammen und den alten Männern. Und da haben die Frauen nämlich bewiesen, dass sie das können. Ja, da kommen Sie jetzt bitte zum Ende. Dass die Frauen nachher auch mehr Rechte bekommen haben, weil man konnte nicht sagen, so, ihr dürft, wenn es darauf ankommt, dürft ihr arbeiten, aber ihr habt keine Rechte. Und Herr Barke, das wäre so ein Werk, was Sie sich vielleicht mal oder andere... Herr Kollege, da Ihre Redezeit ist zu Ende.